Ohne große Umschweife kann man wohl sagen, okay, tolles Spiel, das meine ich aber nicht, dass es mal wieder Zeit wird, das einzige New 3DS-Spiel, das es derzeit gibt, zu spielen. Ich treffe nur den Card-Slot leider nicht. Also mache ich das mal. Ich habe in der Zwischenzeit alles Mögliche gequestet, was es so zu questen gab. Ich habe jetzt keine neuen Quests mehr gefunden. Einzige, die ich noch offen gefunden habe, ist... Achso, übrigens, ich habe leider immer noch nichts Neues für die Sammlung. Ich habe immer 8 von 8 Charaktermodelle, 6 von 6 Musikstücken und 67 Marken. Kann halt nichts damit anfangen. Finde aber auch, treffe aber auch keinen mehr, der das Spiel auch hat im Street Pass. Naja, achso, ich glaube, ich stehe noch in Colony 9 gerade. Ja. Wie gesagt, ich habe nichts weiter gefunden an Quests. Das Einzige, was noch offen ist, ist Andenken an den Sohn. Da fehlt mir noch das Messer von Cheryls Sohn. Ansonsten der Rest. Darum mit relativ wenig Umschweifen. Ich meine, es ist jetzt schon wieder 2 Minuten lang, das Video. Tut mir sorry für euch. Da irgendwo... Wir gehen aber mal den richtigen Weg. Ich meine, ich könnte mich ja zugleich zur Brücke porten. Aber dann stehe ich auf der falschen Seite, was ja irgendwie blöd aussieht. So. Ich flitze da jetzt mal hin. Ihr könnt ja ein bisschen Musik genießen. Oder das Genießen unterlassen. Je nachdem, wonach euch gerade ist. Oder einfach Umgebung genießen. Ansonsten möchte ich zu den Quests noch sagen, ich vermisse ein paar Quests. Also nicht, dass ich sie besonders toll gefunden hätte. Aber ich bin mir zu 300% sicher, dass es bei einigen Questreihen... Nämlich zum einen das mit Feldwebelchen, was weiß ich, wie sie hieß, und zum anderen das mit diesen komischen, zwielichtigen Gestalten da in Kolonie 9. Dass es da noch Teile von den Quests gab hinterher, die in diesem Spiel nicht enthalten sind. Oder vielleicht habe ich sie auch aus irgendeinem Grund noch nicht freigeschaltet, was mich aber wundern würde. Also und das weiß ich mit... Darum mit ziemlicher Sicherheit, weil am Ende dieser Questreihen wurde nämlich dann die, wie heißt es hier, die Wonne, nicht, sondern wie es hier auch immer heißen mag. Bei Fantasy Life ist es die Wonne, hier ist es, ich muss nachgucken, Ausrüstung ist es dann, naja, nee, nicht Gebietskarte, Items. Technik und Talentbäume und mit wieder Ausrüstung, Informationen, Missionen, Harmonie, genau. Ich weiß, bin mir ziemlich sicher, dass am Ende dieser Questreihen die Harmonie zwischen einigen Kollegen, wie auch immer, heruntergestuft wurde. Und ja, die sind jetzt aus irgendeinem Grund nicht drin. Keine Ahnung, ob man die ganz rausgenommen hat oder wegen Speicherplatz oder eben wegen dieser dann herabgestuften Harmonie. Ich weiß es nicht. Irritiert mich noch ein klein wenig. Falls ihr euch jetzt fragt, wo will er eigentlich hin? Er will zur Brücke, denn mein Auftrag war, den Junior zu suchen, der sich alleine auf den Weg gemacht hat mit dem Buggy. Die Sicht ist einfach cool. Aussicht, Entschuldigung. So, da ist die Brücke. Mensch, und da ist ja ein Buggy.
Okay. Somit begeben wir uns auf den Weg. An jenem Plateau war ich natürlich schon. Ich habe da oben auch schon diverse Quests abgeschlossen, gemacht. Auch hier eine kleine Änderung, oder vielleicht taucht das auch jetzt hier nach erst auf, was ich mir aber auch nicht wirklich vorstellen kann. Keine Ahnung, sehen wir ja dann. Auf diesem Plateau, was man auch eben schon sehen konnte, stand in der Wii-Version immer ein riesengroßer Gegner, der äußerst lästig war. Is this the place you were on about? This is it, all right. At the end of the road, there's a path to Colony 6. But there's no sign of Juju. If my vision was right, he should be around here somewhere. I'm sure he would have gone along this road. I just hope nothing's happened to him yet. Any chance he went up that way? It's not safe around here. I doubt Juju would go off the beaten track if he could avoid it. Got it. We'll search along the road. Was er immer mit seiner Schulter hat. Naja. Besagter riesiger Gegner, wie gesagt, war äußerst fies. Es gibt noch andere Gegner in diesem Spiel, die das Level der Charaktere bei weitem überschreiten, wenn man da ist. Weil auch hier in dem Bereich, man sieht es, ich bin zwar schon Level 26, aber auch hier in diesem Bereich gibt es Gegner über 70, die dementsprechend wehtun können. Und nicht alle davon sind friedfertig und warten darauf, bis man angegriffen wird, sondern einige sind da auch selbst quasi gerne bereit zu, sobald sie dich sehen. Also warum ausgerechnet dieser Gegner nicht mehr da sein soll, weiß ich auch nicht. Aber naja. Ich finde, es sieht cool aus. Kann mir nicht helfen. Dort vorne müssen wir hin, wir werden sehen, was passiert. Und zwar in 11, 10, 9? Okay, jetzt schon. Thank you.
second. One false move and you're done for. Wait for my order. Right? You got my back? Of course. Leave it to me. Ich liebe ihn. Ryan ist cool. So im Dunkeln ist es gar nicht so einfach, die Knöpfe so zu sehen, wie ich es gerne hätte. Jetzt habe ich. So. Menno, Menno, Menno. Warum auch immer jetzt der Fokus wieder weg ist, ne? Stellt euch einfach vor, ihr könntet sehen, was gerade passiert ist. Let's get him. Okay. Na? Bin jetzt auch nicht so ganz auf der Höhe, wie mir scheint. Aber es ist halt tatsächlich einfach was anderes, ob man das Ding nur in der Hand hält oder nicht. So. Warum ist der Fokus eigentlich schon wieder weg? Also das mit diesem Fokus ist mir echt sau ärgerlich, ne? Kann man den auch irgendwo ausstellen? What's up? Well, it's just that I can't.
out of me the Necron from my vision. Yeah, weren't it supposed to be that one with the face? I guess we changed more than we expected. Shulk? No. Something's not right. Warren? Juju! Ein Outrider-Trägerschiff. Also falls, was jetzt gerade untergegangen ist, er sagt irgendwie sowas wie The Monad doesn't affect this one either. You've gotta hold on somehow oder so. Kapitel Ende. Oh,
Gaddo. It's only been a year since the Battle of Sword Valley. How? How did the numbers grow so quickly? Are their numbers too great even for you, Gaddo? A Tharon. Medic Sharla, here are your new orders. You and Juju are to ready the evac ships. You will be in charge of the evacuation. But... You must realize the ships can only carry so many. We must stay behind and fight to protect those who remain in Colony 6. I'll be fine. I'll be able to keep my mind on the battle, knowing you're safe. Promise me. Sharla. Promise that you'll meet us outside the colony. Hi. Just make sure you get out of here alive. Yeah. I promise. Don't worry. Gaddo, a promise is a promise, and until I see you again, I will protect everyone. Now, let me protect everyone! Sharla! I keep a real sight! It's Sharla! Sharla! Juju! Juju! Ada, are you alright? The sleeping princess awakes. Ada's worried there for a minute. How long have I been out? Huh? How long have I been unconscious? 4 hours, I'd say. I've got to get out of here. Hold up. Mind if we go with you? You're gonna bust into their base, right? We want a piece of them too. Really? Truth be told, we were gonna leave without you. But the thing is, I get roughed up a lot, and we don't know anyone else who can use ether. Thank you both. It's been a while, and it's just, I never imagined I would go back to Colony 6 like this. I'm sorry, lost myself for a minute. We can get to Colony 6 from the valley where Juju was taken. It's this way. Thank you.
Ist auch mal ganz angenehm, wenn ich nicht die ganze Zeit so komisches Zeug rede, ne? And where is the focus? Das macht wieder eine ganze Stimmung kaputt hier. Da war mir gerade so romantisch zumute. Thank you.
Gleich da hinten. Dort hinten. Am anderen Ende der Welt. Ja, was das jetzt gerade ist, weiß ich nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist, wenn man Items findet, die man eventuell für zukünftige Missionen brauchen könnte. Dann kommt gelegentlich so eine Vision. Juju is alive, and we're gonna find him. That's why we're here. You can count on us.